keinen Text so richtig, ne? Ich muss das jetzt freestylen. Okay. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem YouTube-Kanal. Nein, das war zu viel YouTube. Nochmal. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Daniel Dyer. Da mich meine Follower, ganz besonders die weiblichen Follower auf Instagram, ganz oft nach meinen Protektoren fragen, dachten wir, machen wir euch einfach mal ein Video dazu und zeigen euch so ein bisschen, was ich für Schutzkleidung benutze und welche davon eventuell auch speziell für Frauen sind. Viele wollen auch immer wissen, hey Michi, mit was für Protektoren fährst du eigentlich immer? Was ist für dich wichtig und essentiell? Und meine Antwort ist da eigentlich immer die gleiche. Ich fahre mit so ziemlich allem, was ich habe, weil für mich einfach immer was passieren kann. Ob ich jetzt einen Hometrail fahre oder irgendwelche Sprünge im Bikepark. Deswegen trage ich immer Helm, Brust, Rücken und Knieschoner. Und halt unter dem Brust- und Rückenprotektor habe ich noch so eine Jacke mit Ellenbogenschutz. Und ja, das Allerwichtigste ist natürlich unser Kopf und deswegen fangen wir mit dem Helm an. Also ich fahre grundsätzlich immer mit Fullface. Für die Home Trails gibt es von AXS oder X oder wie auch immer den Trigger FF. Der ist super leicht, ich glaube der wiegt so um die 600 Gramm. Und den merkt man eigentlich kaum beim Fahren und ist für mich dann auch einfach so das Allerbeste, was man machen kann. Wenn es dann ein bisschen anspruchsvoller wird und es in den Bikepark geht, dann nutze ich den Downhill-Helm von AXS, den Xult DH. Der wiegt natürlich ein bisschen mehr, weil es ist ein Downhill-Helm, der ist auch Downhill-zertifiziert, aber im Vergleich zu den anderen Downhill-Helmen ist er noch relativ leicht. Ich glaube, er wiegt so 990 Gramm, auf jeden Fall noch unter 1 Kilo. Und der schützt ziemlich gut. Und vielleicht auch noch interessant für die Frauen, weil wir haben ja bekanntlich einen kleineren Kopf. Der passt auch sehr gut bei kleinem Kopf. Ich habe einen Kopfumfang von 54 cm und hier die Größe SM geht von 53 bis 56, genauso auch beim Trigger. Den gibt es sogar noch in der Größe XS, also auch sehr gut für die kleinen Köpfe. Dann machen wir weiter bei den Knieschonern. Da nutze ich die Iron Car Light. Das sind jetzt nicht speziell Schutzschoner für Frauen, sondern für die Männer, aber gibt es auch in verschiedenen Größen und da kann man dann schauen, was einem am besten passt. Die müssten Schutzlevel 1 sein. Es gibt ja beim Mountainbiken, also die Protektoren werden nach den Motorradklassen in Schutzleveln eingeteilt. Da gibt es Schutzlevel 1 und 2, je nach Restschlagenergie, die da übrig bleibt und auf dem Körper wirken. Und hier benutze ich Schutzlevel 1. Die reichen für mich vollkommen. Wenn man jetzt natürlich wirklich rough unterwegs ist, sollte man vielleicht lieber auf Schutzlevel 2 gehen. Das sind dann, meine ich, die Ion Car Pact, die es da noch gibt. Aber für mich ist das absolut ausreichend. Übrigens, die ganzen Sachen pinnen wir natürlich unten in den Kommentaren an und da könnt ihr auf die Links klicken. Dann geht's weiter mit Handschuhen. Hier gibt es nämlich tatsächlich auch Handschuhe mit Protektor sozusagen. Hier gibt es oben drüber, die von Lier sind das jetzt, so ein Airflex-Material. Das ist so eine Gummischicht. Die schützt die Fingerknöchel und ist wahrscheinlich auch ganz wirksam, wenn man da mal auf die Hände fällt. Jetzt geht's weiter mit dem Thema, was die allermeisten immer wissen wollen. Was trägst du denn für einen Rückenprotektor und was trägst du für einen Brustprotektor? Da benutze ich auch wieder Liat den Airflex extra für die Frauen. Der kommt entweder einzeln, dass man nur die Weste für Brust und Rücken nimmt oder halt in Kombination mit so einer Meshjacke, wo es dann nochmal ein Schulterpolster gibt und ein Ellenbogenpolster. Gibt es auch in ganz vielen Größen. Ich meine sogar die kleinste ist XXS, also auch für die ganz kleinen Kinder oder Frauen. Hier trage ich XS. Ich bin 1,60 Meter groß, vielleicht auch hilfreich so als Hinweis für die meisten. Es gibt aber auch so eine Größentabelle auf der Homepage von Liat und da kann man das ganz gut nachschauen. Das ist jetzt hier der Protektor, den trage ich eigentlich immer nur so auf den Trails, auf den Home Trails. Der hat einen Schutz Level 1 und ja, wenn es dann wilder wird, trage ich einen anderen. So, und wenn es dann in den Bikepark geht, dann kommt der Liat 4.5 Jackie zum Einsatz. Der ist eine Stufe härter nochmal, wiegt natürlich auch ein bisschen mehr, ist aber auch Schutzlevel 2 zertifiziert, kommt, meine ich, sogar ursprünglich aus dem Motobereich, aber viele benutzen ihn halt trotzdem beim Mountainbiken, weil er einfach super schützt und hier in dem Fall auch so eine Hartschale ist und dann bei einem Aufprall auch ganz gut ist, da man dann halt ein bisschen mehr auf dem Boden rutscht. Hier benutze ich den tatsächlich auch immer in der Kombination mit der Jacke hier. Also trage ich die Jacke für Ellenbogen und Schulter und dann kommt noch der hier darüber.
Und damit ist man echt super geschützt. Für diejenigen, die vielleicht lieber mit Rucksack fahren, gibt es auch etwas. Und zwar habe ich hier so einen Rucksack von Evoc. Das ist sogar extra ein Frauenmodell. Der FR Trail. Der kommt nämlich auch mit einem Rückenprotektor. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die auch zertifiziert sind. Hauptsächlich sind die ja dafür da, dass der Inhalt vom Rucksack nicht in den Rücken bohrt, wenn man mal stürzt. Aber es ist auf jeden Fall auch ein Schutz für den Rücken. Und für die Leute, die dann lieber mit sowas fahren, ist das auch eine gute Alternative. Das war's von meinen Protektoren. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und vielleicht auch, ob die Frauen unter euch noch andere Tipps haben, was man gut kaufen kann. Ich finde ja speziell, dass Liat da einfach das beste Angebot irgendwie hat, weil sehr viel Auswahl und auch für die Frauen auch coole Mountainbike-Klamotten vorhanden sind. Und ja, lasst uns gerne in den Kommentaren wissen. Leute, tragt eure Protektoren. Es gibt nichts Wichtigeres als einen guten Schutz beim Mountainbike-Fahren und es gehört auch einfach dazu und ist auch absolut nicht uncool. Ich sehe leider immer wieder so Kids, die dann einfach nur mit einem Helm fahren, sogar nur mit einer Halbschale, was ja teilweise wirklich, wirklich gefährlich enden kann, wenn man aufs Gesicht fällt. Deswegen tragt eure Protektoren. In den meisten Bikeparks ist es sowieso Pflicht, gerade der Fullface. Und ja, es ist absolut nicht uncool und Safety first. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert den Kanal und abonniert meinen Instagram-Kanal.